ACU ist zurück. Und ich bin tot. Ein toter Mann. Ja, so beginne ich natürlich gerne einen Part. Aber was hat er bitteschön jetzt eigentlich... War das... Ach nee, das ist... Das ist eine E-Mail. Ah ja, neuer Abonnent auf CLP Giraffe Special. Ich habe heute ja ein neues Video hochgeladen. Nämlich das Unboxing von Pokémon Rumble World. Ja, ein 3D-Spiel. Ich kann da mal einen kleinen Rückblick darauf geben. Ich finde das Spiel jetzt eigentlich nicht so toll und es hat auch nicht verdient, für 35 Euro verkauft zu werden. Hat halt einen sehr geringen Inhalt, aber Hauptsache ich habe die bessere Variante von dem Spiel. Also es geht doch noch nicht los mit der dritten Liga. Erst etwas später. Das war nämlich der Blu-ray Collector. Ich habe schon gedacht, der meint was zu meinem neuen Blu-ray Player. Der natürlich nicht einfach nur ein Blu-ray Player ist. Und die nächste Mission ist dann wahrscheinlich auch die letzte Mission von Sequenz 5. Aber ich meine, welche Sequenz in dem Spiel hat denn mehr als 3 Missionen? Sagt mir das. Vielleicht noch die Truhe von da hinten holen, weil ich hab's ja immer gerne, wenn sowas aus der Welt geschafft ist. Und zack, ach, da steht die Truhe ja schon. Ist ja wundervoll. So, kicken wir den um. Also die Musik hätte auch gut in Assassin's Creed Black Flag reingepasst. Ja, gibt ein bisschen Geld. Also es ist immer wieder komisch. Ich meine, in manchen Assassin's Creed ist das Geld ja fast gar nichts wert und in diesem Spiel ist es sowas von wertvoll, dass man sowas von sparen muss. So, der Prophet. Sequenz 5, Erinnerung 3. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr allwissend. Aber ob es das sein muss, das bezweifle ich mal. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihm gehen? Mit der Leibwache des Meisters. Die kommen schon alleine klar. Du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. So, Lafernier eliminieren. Das ist klar, jetzt gibt es wieder einen Attentat. In einem Heuhaufen warten. Wir sollten erstmal da runter gehen, über die neue Funktion, dass wir einfach abspringen können. So, sabotiere Alarmglocken. Wir sollen 4 Alarmglocken sabotieren. Interessant. Unterstützungsgelegenheit haben wir auch einige. Oh, verdammt nochmal. Meine Güte, vorsichtig sein! Vorsichtig sein! Das ist so unprofessionell, was wir hier machen. Wir springen hier praktisch überall in der Weltgeschichte rum. So, einmal. Bin schon gespannt, was das zweite Ziel ist. Das kommt erst etwas später. Meine Güte, ein Friedhof ist es ja beinahe. Es ist ein Friedhof. Gibt es ja noch irgendwo Alarmglocken? Ganz langsam bewegen. Vielleicht mal in Deckung gehen. Oder ja, so. Bücken, 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 bücken. Nicht zu laut sein, nicht zu laut sein. Sabotieren.
Und wieder bücken, weiterlaufen, weiterlaufen. Okay, ich weiß, ich nenne gerade zu viel. Na, warte. Hier ist natürlich auch wieder die Frage, wo sollen hier bitte schon die vier Glocken sein? Also zwei haben wir ja schon. Ah, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, ich hab nichts mehr davon. Mist. Nein! Nix da. Und du auch nicht. Vielleicht mal wieder ein bisschen was klauen. Und noch ein bisschen ausrauben. Naja, ich vermisse es echt. Gut, es gab auch in Assassin's Creed Syndicate-Medizin, aber da hat man sich wenigstens wieder selbst geheilt. Also manchmal vermisst man das echt. Praktisch, gut angesetzte Elemente sind in manchen Assassin's Creeds falsch. In anderen fehlen sie wiederum. Keine Medizin. Das ist traurig. Aber wir haben wieder so eine blöde Truhe, die man aufknacken kann. Davon haben sie genug in dem Spiel. Sie könnten eigentlich ein ganzes Spiel mit diesen Truhen machen. So, es müsste eigentlich eine Truhe auf unserem Niveau sein. Ja, ist es auch. Ja. Das hat nicht so ganz geklappt. Das auch nicht. Das auch nicht. Perfekt. Den zweiten müssen wir auch bekommen. Ja, der war zu früh. Naja. Schade, dass wir nicht mehr den 19er Beutel haben. Ich habe den 19er Beutel gefeiert. So. Letzte Glocke. Vielleicht irgendwo vorhanden. Gut, dann beschaffen wir uns erstmal die Pläne. Genau, wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Hab ich dich. Und jetzt brauchen wir noch eine Infiltrierungsgelegenheit. Aber es gibt ja noch eine Unterstützungsgelegenheit. Wo bitte schön eine Unterstützungsgelegenheit? Ach, ist ja auch egal. Ach so, das ist Unterstützungsgelegenheit. Toll. Wo kommt plötzlich dieser Verteidiger her? Ist jetzt vielleicht auch mal ein interessanter Aspekt. Ja, wahrscheinlich ist das zweite Ziel wieder irgendwas, das Opfer so und so töten. Immer schön vorsichtig sein, sehr gut. Ja, ich muss die plündern. Ach, der hat keine Medizin. Mist. Jetzt, wo ich es brauche. Der hat Medizin, der hat sogar zwei Medizin dabei gehabt. Sehr gut. Sehr gut, das brauche ich. Sehr gut. Sonst haben wir sogar drei Medizin. Weil ich nämlich wieder zwei dazu bekommen habe von dem. Und wo soll der Gute jetzt sein? Soll ich wieder da nach oben gehen? Ne, das ist nur wieder der andere Weg. Ach, mein Freund. Hallo. Toll. Der Aufstand der Bergarbeiter. Was geschieht hier? Ja, das sind die unterirdischen Gänge des Friedhofs, Leute.
Okay, ich glaube hier ist... Ja, da ist noch eine Glocke, oder? Oder ist die schon eine kaputte Glocke? Ja, ist es schon. Da oben hätten wir auch eine Truhe. Dem gehe ich mal ein bisschen auf die Spur. Auf den Leim gefühlt. Nee, hier oben ist sie nicht. Die muss da unten sein. In einem Heuhaufen. Eigentlich muss ich jetzt in einen Heuhaufen warten. Aber ich suche noch nach der letzten Glocke, die man sabotieren kann. Es gibt ja aber lauter Spuren. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ach, da ist doch unser letzter Kandidat. Sehr schön, haben wir das. Und jetzt warten wir den Heuhaufen. Ich liebe es, wenn mein Ziel zu mir kommt. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. So, in einem anderen Heuhaufen warten. Meine Güte, das kenne ich gar nicht so. Ach, warum werde ich gleich wieder bemerkt von irgendwem? Aber die Glocke sind wenigstens kaputt. Weil sonst wäre das echt ungemütlich. Warum wird man hier auch gleich wieder mal umzingelt von Gegnern? Ach, wisst ihr was, das reicht mir. Attentate aus der Deckung, das kann man machen, will ich aber nicht. Die Güte, der ist so ungeschützt. So. Aber ich glaube, wir werden diesen Trip nicht überleben. Selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. So, und jetzt müssen wir abhauen. Jetzt sind wir auch richtig in Gefahr. Na, verdammt. Und die Framerate, die schützt auch wieder mal gerne ein. Ach, das ist furchtbar. Das ist ein Getümmel, das seinesgleichen sucht. Oh, verdammt nochmal. Ein Schuss in den Nacken. Ein mieses Ding, ich gehe kaputt. Ja, da wären wir vielleicht doch lieber sicherer gewesen, einfach auf ein Gebäude zu steigen. Manchmal ist es einfach sinnvoller, in den Höhen der Stadt zu steigen.